Es geht weiter mit Final Fantasy VII Rebirth. Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück, immer noch im Tempel des alten Volkes. Aber jetzt mal wieder mit der anderen Gruppe unterwegs, mit Aris und mit Yuffie. Mal gucken, wann wir auf die anderen treffen. Gab ja wieder einen kleinen Zeitwechsel. Und mal gucken, wie viel Energie ich wieder hier sammeln muss mit Aris. Also, willkommen zurück zum Let's Play, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Okay, da drüben sind die doch. Das ist doch der Kern, oder? Diesmal schaffe ich es. Seht ihr? Ja. Gucken wir mal. Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch eine Bank stehen. Sollte euch die Folge heute vielleicht gefallen, Leute, dann klickt gerne auf den Like-Button. Dankeschön. So, hier gab es ein bisschen Energie. Steht hier vielleicht noch mehr rum? Nicht, dass ich wieder zu wenig habe, um das zu aktivieren. Ja, da stehen noch ein paar mehr Steinchen. Danke. Ist der aber auch schon fast voll. Der Kreis. Wieder maximale Phönixfeder. 99. Phönixtrank auch alles. 90, okay. Die steht hier einfach so rum, die Energie. Ohne Gegner. Wenn es voll ist, kann ich zurückgehen. Ist das eine Materie? Jo. Eine grüne. Materia-Zerstörung. Habe ich auch schon ein paar von. Ist für gegnerische Barrieren und sowas. Okay, mehr Energie gibt es hier nicht. Dann muss das jetzt reichen, um hier das Teil aufzuladen. So. Ist es für da? Sonst nicht keiner noch auf der Seite oder so? Hinter mir? Nein? Nur der eine? Okay. Dann wedeln wir mal. Wieder mal. Mit dem Stock. Ja, das reicht locker. Ich behalte sogar noch einen Buff für mich. Gute Frage. Blockiert irgendwas? Da ist ein roter Strahl. Hm? Ja. Blockiert. Die sind also daran schuld. Augenblob. Lass sie uns fertig machen. Der Augenblob. Okay. Übung macht den Meister. Ja, ja, ja. Ist da schon ein Weg frei? Ich muss hier lang. Oder? Ja, wir gehen da einfach rüber. Oh, eine Waffenkiste. Noch eine. Gibt es hier echt viel in dem Tempel. Für wen? Für Nanaki. Brisingamen. Okay. Nanaki. Der hat Magiehalsband mit 2, 4, 6 Dinger. Hier ist wieder einer wie... Ne, warte mal. Varin ist da. Zwei der gleiche Anzahl. Ich verliere nichts. Ich krieg sogar gar noch ein paar Verbundslots dazu. Dieser Halsschmuck wurde in einem Verfahren hergestellt, das alles Wissen der modernen Wissenschaft bei weitem übertrifft. Hat weniger physischen Schaden, ein bisschen mehr Magie. Todbringer führt einen Angriff aus. Je geringer die verbleibenden TP, desto höher der erteilte Schaden. Je geringer die verbleibende TP, meine oder die vom Gegner? Bei wenig verbleibenden TP anwenden.
Denkt man die eigenen TP, denke ich mal. Aufladung der Rächerleiste plus. Finde ich auch nicht schlecht. Erhöht die Wirbelkonter, Schaden von normalen Angriffen 5%. Physische Attacke 20% können wir noch mitnehmen. Längere Buffs. MP hast. Nee. Und ja, das so. Okay. Wirbelfänger hat er da drauf. Sternen, Dingsbums, mächtige Abwehr, Ansporn des Hüters. Was war nochmal das? Leert die Rächerleiste und füllt die ATP-Leiste alle Gruppenmitglieder entsprechend auf. Er braucht 2 Einheiten. Ach, das. Dann packe ich mal kurz die neue rein. Todbringer. So. Okay. Da ist noch Energie. Ich sollte jeden Klumpen Energie hier mitnehmen. Was ist der zweite? Schön, dass die auf einen Haufen geflogen sind, der Schwarm, ey. Und waren die alle schön im Wind drin. Hä? Keine Energie drin? Sonst ist immer Energie drin in den Dingern. Na gut, hier gab es noch ein paar. Da gab das Ungeziefer aber nicht so viel, ey. Okay, da können wir auf jeden Fall drüber zu den einen, aber erstmal den da machen. Wie viele Kisten hier noch rumstehen und so. Okay, wieder eine große Gruppe. Tut mir leid, ich hab's eilig. Nein, nicht Frosch verwandeln. Blendet das? Komm, schiffst du von dort besser? Ich bin dran. Zack. Angriff! Auf die Nuss! Ich bin bereit! Los! Jetzt komm mit! Blitzschlag! Nein. Ach, Frosch. Ich leg los! Hoppla! Dir hab ich's gezeigt! Kannst du übernehmen? Immer muss ich die Suppe auslöffeln! Hab dich gehört, dann schau! Nimm mir deine Kraft! Los geht's! Kannst du dich erfassen? Niemand entkommt! Ich zeig euch, woraus wir Ninja gemacht sind! Flieg nicht davon! Das war doch ein Platz! Okay, das war's. Wie die alle hier verteilt liegen. Können die nicht einfach zu mir fliegen, die Dinger? Automatisch. Hier oben habe ich auch. Okay. Echt nicht viel Energie, die sie eingegeben. Okay, das war aber nur der Raum für diese Kiste noch. Ja, doch, wie lang? Der hat wieder nichts gegeben.
So, dann sind wir bei den ersten Schleimaugen angekommen. Das sieht widerlich aus. Jetzt ist Schluss! Wie fühlst du mir? Könnte ich teleportieren? Also rumschleim so? Okay, wirksam ist aber fast alles, ey. Nutze die elementaren Schwächen des Gegners aus. Ja. Überlass das mir! Flieg! Da kam der Laser. Übernimm du! Werd mein Bestes geben! Auf die Nuss! Achtung! Da! Ja. Mit mir, den Angriff! Nimm das! Ja, raus da! Hey. Ich werde nicht los gehen! Das war alles! Geschockt! Toten wie der Schau im Sonnenlicht! Das schockt dich! Und der ist weg! Wie ist das? Du fiese Flöte! Eris, warte mal! Unterschätz mich nicht! Nimm das! Und wieder geschockt. Einen schlafenden Ninja sollte man nicht wecken. Tada! Okay, die geben auch Zeugs. Fast voll. Der ist jetzt aber frei, hier muss ich nichts mehr noch machen, ne? Okay. Dann wieder ganz weit zurücklaufen und zu den anderen. Ein roter Strahl ganz da hinten. Und während die Gruppe mit Cloud hinten den Tempel so gut wie zerstört hat, muss jetzt Aeris kommen. Und den Rest wieder reparieren. Komme ich denn darüber? Gar nicht, oder? Ich glaube, die Küste kann ich mir erst holen, wenn das hier wieder heil gebaut ist. So. Nächste Gruppe. Wer sollte als erstes weg? Unterschätz mich nicht! Das schafft ich! Wo? Geht hier ab, ey. Wechsel! Ich kann dein Bestes geben! Frisst das! Und los! Achtung! Was zum... So. Wer kommt's los, alles? Ich hab grad eigentlich was zu tun! Mach du dich auf, komm schon! Ein bisschen nützlich! Nein! Jetzt Aeris eingefroren! Auf geht's! Achtung! Du bist dran! Immer muss ich die Suppe auslösen! Ja, toll. Was? Oh nein! Du wirst nicht bleiben. Und los! Jetzt bist du dran. Die Jagd ist vorbei. Festhalten bitte. Auf die Nuss. Achtung. Wie wär's hiermit? Okay, der ist down. Angriff. Autsch. Au, 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 au. Der hat gesessen. Noch ist nicht Schluss. Sorry, brauch eine Pause. Jetzt gibt's eine Lehrstunde. Okay. Jetzt ist Schluss.
Mir! Hab ich dich! Hab dich gewarnt! Meine Ohr! Nein! Da ja, wieder meine Verdopplung unterbrochen. Wer damit kommt, kriegt ein Sternchen. Hab dich gewarnt! Dein Schockbalken ist gleich voll. Oh, so kurz vor Schluss und dann bleibt er stehen. Du fiese Flöte! Ja, endlich. Kannst du dich auf euch? Zeig euch, woraus wir Ninja gemacht sind. Geheimtechnik, stopp! Nee, du lahme Schnecke, komm mal klar! Und hier! Es geht doch, easy. Hektokulus. Super! Dann machst du auf ein neues. Wo ist der Energie von den anderen? Habe ich schon? Nee, da. Das kleine Fitzelchen. So, damit müssten alle frei sein jetzt. Alle Laser. Aber hier kann man noch rein. Nein, hier ist der Raum, wo ich schon war. Okay. Da ist die Treppe dann fertig gebaut. Perfekt. Okay, jetzt setze ich mich immer noch kurz auf die Bank. Damit alles wieder aufgeladen ist. Warum auch sonst? So, dann machen wir weiter. Hab noch den über die Hälfte Energie fertig. Also noch über. Seht! Cloud! Ja, da hat sie ihn gerettet. Lasst ihn uns suchen. Zu weit weg, die haben euch nicht gehört, auch wegen dem ganzen Sturm, der da tobt. Aber der Sturm ist jetzt weg. Okay, jetzt kann ich da vorne die Kiste noch mitnehmen, oder? Ich glaube, der Dingsweg führt unten lang und die Kiste ist nur dann oben. Ist ja voll lästig. Hä? Was wollt ihr denn schon wieder? War ich gut oder was? Ich nehme die Energie noch mit, weil das bufft Aeris immer im Kampf. Die kriegt er dadurch immer die ganzen Buffs. So. Nach unten muss ich dann gleich. Sternsplitter, okay. Kann ich auch hier runterspringen? Perfekt. Noch besser. Und dann hier lang. Ne? Seite. Über die Seite. Ich glaube fast, das ganze Team hat jetzt neue Waffen in diesem Tempel bekommen. Jeder, oder? Also jeder, der dabei ist. Kate Six ist ja nicht mehr Teammitglied. Root und Reno sind aber ganz schön spät dran. Oh. Ja, länger können wir nicht warten. Wir müssen noch... Traust mir wohl nichts zu, was? Ganz und gar nicht. Im Gegenteil sogar. Ich bin ihr größter Fan. Das ist eine riesige Ehre für mich. Wirklich. Oh. Warten Sie auf mich! Muss die Gruppe noch gegen Elena und Zeng kämpfen? Lass sie. Wir gehen. Nicht so schnell! Diese Angsthasen wollen sich wohl davonstehen! Mit Verlaub, es geht um unseren Ruf. Na also, geht doch! Am Eingang waren Flaggen, nicht gesehen. Das verheißene Land ist jetzt Shinra-Gebiet. Also gibt's ja auch für Zetra nichts mehr zu melden. Wo ist der Rest von euch? Habt ihr euch etwa verlaufen? Wir sind mehr als ihr. Vergesst das nicht. Ach ja, mir doch egal. Der Chef und ich sind zusammen nämlich unschlagbar. Die Zetra muss leben. Werd's versuchen. Okay. Tifa wollte, Yuffie wollte es ja so. Yuffie.
Aeris, mach es uns einfach. Mach ich dich niemals! Ich habe es zumindest was versucht. Was fühlst du mir? Wir haben uns los. Ist das etwa alles? Kein Mut mehr. Und los geht's. Eine Mähne, eins, zwei. Überlass das mir. Hey, 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 hey. Hau ab, Mann. Wie du den auch wieder nicht los wirst, ey. Guck dir das an. Er lässt Aeris so, wieder nichts machen. Los geht's! Achtung! Mit mir leg dich die Sterne! Ich leg los, dir etwas schwindlig. Triffst du von da? Ich bin dran! Verdammt, das war schnell. So wird wieder aufgewühlt, Herr Ohr. Das wird ein Spaß. Ich mach das. Ich hab das letzte Wort. Elena, Formation. Auf geht's. Synchro-Attacken wieder von denen jetzt. Ja. Vielleicht machen sie Fusion. Was? Mein Job! Oh, nee, komm! Ausweichen, ausweichen, ausweichen! Hab ich dich! Großer Dantau, bleib mit deinem Zug! Das war alles! Schockanfällig! Werfen! Jetzt mal was Schlüssiges! Jawohl, die fliegt noch. Und nochmal in die Luft. Und schockerfällig. Geschockt. Okay, geschockt, geschockt. Blutrausch auf. Sie ist geschockt, oder? Er? Er ist geschockt. Interessant. Okay, im Team. Auf dem Weg. Was denn? Was macht sie? Was soll das? Bereit für einen Kampf losgehen? Na gut, wenn es sein muss. Das bringt sich total. Großer Dantau, mein Kinderspiel. Doch, anfällig, schon wieder. Jetzt mal was Schlüssiges. Jetzt los, nimm die Schokobo. Okay, Achtung. Sieht sehr gut aus. Das hat geballert. Jetzt kann sie aber hier nochmal fett zaubern, ohne dass das irgendwas kostet. Blitzra auf Zeng. Super! Los geht's! Wie wir filmen! Ihr seid besiegt! Sir! Gehen Sie vor! Macht es! Oh, nicht mit der Waffe. Ihr als Türk. Ihr kommt hier nicht durch! Oh nein! Nicht schon wieder Cloud. Cloud! Fürchte dich nicht. Du kehrst nur zum Planeten zurück.
laut. Es reicht. Eins von den Schweinen hat sich abgesetzt. Wir müssen uns beeilen. Ja, hinterher. Wer von denen? Zong? Ja, der Chef. Genau, erstmal die Tür zumachen. Der Kampf gegen Elena und Dings war einfacher. Ging schneller. Oh, er hat noch eine Rechnung mit denen offen. Er steht euch nicht. Der Tod. Oder auch nicht. Naja, er war immerhin auch mal einer von denen. Okay. Somit ist die Gruppe wieder vereint. Dann kann ich jetzt auch wieder eine Standardgruppe zusammenstellen. Wem halte ich denn? Eris und Yuffie war glaube ich, echt eine starke Kombi. Ist die Gruppe, wie steht die jetzt? Ja. Cloud, Yuffie und Eris. Cloud dabei der Anführer. So, lasse ich das nochmal. Die ist echt stark. Yuffie ist wirklich stark, ey. Auch wenn viele Gegner da sind, wie dieser Schwarm, noch einmal Wind drauf, alles fliegt weg. Weil Wind ja auch meistens immer die Schwäche ist gegen fliegende Gegner und sowas. Die haben jetzt mittlerweile auch Stufe 50 erreicht. Yuffie auch gerade eben. Perfekt. Ja, man kommt voran. Dann noch heilen. Aber wir sind immer noch nicht raus aus diesem Tempel. Es erstreckt sich echt ein bisschen gerade. Aber ich werde die Bank hier nutzen, um hier nochmal einen Checkpoint einzusetzen und nochmal gespeichert. Das passt alles. Dann gehen wir in der nächsten Folge weiter mit der ganzen Gruppe hier in den letzten Raum. Vielleicht ist es auch der letzte Raum. Verfolgung von Zong. Oder die nennen ihn immer Zong, aber es wird Zeng geschrieben. Zong, Zing, Zang. Der ist noch über. Gott, dieser Riesentempel. Guckt dieses an, ey. Der Weg, den wir hinter uns haben. Gut, vielleicht hattet ihr heute ein wenig Spaß beim Zusehen. Waren auf jeden Fall coole Kämpfe gegen die Turks. Dann klickt gerne auf den Like-Button und dann bis zur nächsten Episode von Final Fantasy 7. Ciao, ciao.